Neben mir steht die Janina Klabes von der Mannheimer Versicherungs AG, die ein neues, wie ich finde, sehr interessantes Produkt entwickelt haben, auf das wir gleich zu sprechen kommen. Vorher erstmal ein paar Worte zu dir. Du kommst ja ursprünglich aus einer ganz anderen Branche, aus einem anderen Business, bist jetzt seit 2 Jahren bei der Mannheimer ungefähr. Einem, okay. Und vielleicht hast du mal kurz erzählt, was du früher gemacht hast und wie du dann zur Mannheimer gekommen bist. Ja, gerne. Ich komme tatsächlich aus einer ganz anderen Ecke. Man kann vielleicht kaum weiter entfernt sein von der Versicherungswirtschaft, als ich es kam. Ich komme nämlich aus der Musikwirtschaft. Und habe an der Popakademie in Mannheim studiert, mache mein Lebtag lang eigentlich auch schon Musik, habe als letztes für die Stadt Mannheim die Musikwirtschaftsförderung der Stadt Mannheim und der Region betrieben und war dann relativ erstaunt, als mich dann irgendwann die Mannheimer Versicherung anrief. Wir haben uns im Rahmen eines kleinen Projektes mal kennengelernt und mich fragte, ob ich mir vorstellen könnte, für sie zu arbeiten. Und da habe ich erst natürlich gedacht so, nein, und habe dann sie natürlich gefragt, seid ihr euch sicher? Ich habe keinerlei Ahnung von Versicherung, warum möchtet ihr das? Außerdem habe ich Angst vor Versicherungen. Und dann haben die mir erzählt, dass ich keine Ahnung von Versicherungen haben müsste, denn die Ahnung hätten sie ja schließlich selbst, das könnten sie mir beibringen. Dass ich Angst vor Versicherungen habe, sei eigentlich auch ganz gut, weil das würde mich nämlich sozusagen zum Experten machen für die Zielgruppe, aus der ich auch komme, für die man mich quasi braucht, zur Erschließung der Zielgruppe der Rock- und Popmusiker, weil man nämlich gerne ein neues Produkt auf den Markt bringen würde für genau diese Zielgruppe. Und man sucht eine Markenmanagerin, hat mich gefragt, ob ich das machen wollen würde. Und ich habe mir das sehr lange überlegt. Nein, eigentlich so lange war es gar nicht, weil ich die Idee nämlich so verrückt fand, jemanden aus der Zielgruppe zu fragen, dass ich gesagt habe, ich versuche das. Und das mache ich jetzt seit einem Jahr und ja, das Ergebnis ist eben das neue Produkt, I'm Sound. Also du hast gerade schon angesprochen, I'm Sound heißt das Produkt, also da geht es wohl primär um Absicherung. Vielleicht erzählst du da nochmal ein paar Dinge dazu, was ihr genau da absichern wollt und für wen es interessant wäre. Ja, der Untertitel von einem Sound ist sicher laut leben oder auch etwas sperriger ausgedrückt Versicherungsschutz für Musik oder Versicherung für Musik am Stromkreis. Wir möchten zum einen das Sound-Equipment, also die Musikinstrumente, das Instrumentarium der Musiker versichern. Die Mannheimer hat da schon ein Produkt, das nennt sich Sinfonima für die klassische Musik, aber Bands, DJs, Elektro-Kombos können sich jetzt eben über einem Sound versichern und können dort ihr Equipment absichern, weil es da bislang für diese Zielgruppe eigentlich relativ wenig gab. Das ist das eine. Zum anderen wollen wir aber auch den Musiker selbst absichern. Wir haben eine Berufshaftpflichtversicherung für Berufsmusiker entworfen. Da ist dann auch sowas drin wie Tätigkeiten als Roadie oder Aktivitäten am Merchstand oder wenn ich Musikvideos drehe, dann ist auch dieses Musikvideo drehen. Am Set ist man dann versichert. Und der dritte Baustein ist eine Veranstalterhaftpflicht. Das ist jetzt, sage ich mal, verwandt mit dem Musiker, der Veranstalter. Das werden wir bald mit einer App für den Endkunden auch zugänglich machen. Und die Entwicklung geht weiter. Wir haben andersrum, ich habe mit meiner grenzenlosen Naivität am Anfang gesagt, Musiker, wir brauchen eine Berufsunfähigkeitsversicherung, weil die Musiker haben alle keine, die brauchen aber eine. Und da hat die Mannheimer gesagt, ja, es ist leider nicht ganz so einfach, mittlerweile verstehe ich auch die Gründe. Wir haben uns aber hingesetzt und haben gesagt, das wollen wir so nicht stehen lassen, wir brauchen für die mehr als eine reine Unfallversicherung, was schon in Richtung Berufsunfähigkeit geht. Und da werden wir auch, ich hoffe, dass wir das dieses Jahr noch schaffen, spätestens nächstes Jahr mit einem Produkt für Musiker auf den Markt gehen, das deutlich weitergeht als eine Unfallversicherung. Ja.